würden gern mehr von ihm hören als das. Aber es ist kompliziert. An diesen Superstar ranzukommen. Ich bin sehr glücklich über das, was Cristiano heute ist. Ich war ja mitverantwortlich und das erfüllt mich mit großem Stolz. Weltfußballer, Tormaschine, Titelsammler. Nur das Denkmal hat auch die ein oder andere Schramme. Es gab einfach diese Punkte, bei denen wir immer gesagt haben, darüber müssten wir schreiben, weil das eine andere Seite dieses Cristiano Ronaldo zeigt. Nicht das Heldenhafte, nicht die Fassade, nicht das Glänzende. Ronaldo! Der ist drin! Tor! Tor Ronaldo! Und jetzt rasten sie aus hier! Cristiano! Madeira, Geburtsort von Cristiano Ronaldo. Wer hier landet, merkt das schnell. Es gibt von uns diverse Interviewanfragen, alle vergeblich. Deshalb müssen wir uns dem Fußballhelden anders nähern. San Antonio, oben in den Bergen. Hier ist er aufgewachsen. In diesem Haus hat er sich ein Zimmer geteilt mit seinem Bruder und seinen zwei Schwestern. Früher marode, heute renoviert. Auf diesem Bolzplatz hat er angefangen. Ein paar Kilometer weiter, in einem besseren Viertel, haben wir eine Verabredung. Mit Fernão Sousa. Er ist Ronaldos Patenonkel. Sousa zeigt uns seinen größten Schatz, seine persönliche Trikotsammlung. Ronaldo. Das portugiesische Nationaltrikot. Die Nummer 7, die hat er von Figo übernommen. Für meinen Patenonkel. Eine Umarmung. Von Ronaldo. Das hier ist von Manchester United. Da war er erst 17. Das war sein Trikot mit einem Autogramm von ihm. Und das hier ist von Nacional. Guck mal, das ist ganz klein und ganz alt. Das hat er getragen, da war er ja noch ein Kind. Da war er 11. Heute ist er 34, also 23 Jahre ist es alt. Es ist der Patenonkel, der das Talent früh erkennt und fördert. Ich habe gesehen, wie er mit dem Ball umging, wie er spielte. Und da dachte ich, er ist ein Wunderkind. Ich sah, dass er mit großer Lust trainierte und spielte und dass er immer der Beste sein wollte. Ich dachte, so ein Junge muss Profi werden. Aber er brauchte jemanden, der ihm hilft. Denn als ich selbst Profi war, hätte ich es noch weiterbringen können. Aber ich hatte niemanden, der mich unterstützt. Und das sollte ihm nicht passieren. Früh übernimmt er die Vaterrolle. Weil Ronaldos leiblicher Vater den ganzen Tag arbeitet, exzessiv trinkt und schon mit Anfang 50 stirbt. Ja, für Cristiano war es einer der traurigsten Tage seines Lebens. Der Tag der Beerdigung. Er hätte sich so sehr gewünscht, dass sein Vater dabei gewesen wäre, bei all seinen Erfolgen und gewonnenen Preisen. Der 8-jährige Cristiano. Der Dorfclub Andorinha liegt oberhalb der Hauptstadt Funchal. Das ist sein erster Verein. Viele der Jungs hier eifern ihrem großen Idol nach. Ich bin sehr stolz, hier zu spielen. Beim gleichen Club, bei dem auch Ronaldo angefangen hat. Natürlich würde ich auch gerne eine solche Karriere machen wie Ronaldo. Aber das ist schwer. Ich glaube nicht, dass ich so weit komme. Rui Silva, Präsident und Platzwart. Und immer die gute Seele des Clubs.
damals wie heute. Auch er will uns unbedingt etwas zeigen. Nein, gut. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Otra vez. Cristiano. Er war als Kind schon ganz anders als die anderen. Er war eben besser als die anderen Spieler seines Alters. Und er war schon sehr ehrgeizig. Dieser Ehrgeiz steckte von Anfang an in ihm und er hat ihn so weit gebracht. Und nicht nur der Ehrgeiz ist damals schon ziemlich ausgeprägt. Er hatte damals schon diese Attitüde. Wollte immer im Rampenlicht stehen. Bei Freistößen hat er sich aufgestellt, stolz wie Oscar. Er inszeniert sich selbst. Ein Poser. Einer, der die Show liebt und das ganz große Drama. Ein Kunstwerk aus Fleisch und Blut, das die Fußballwelt spaltet. Keiner polarisiert mehr als diese Lichtgestalt. Der grenzenlos eitle Cristiano Ronaldo. Ich finde, dass er als bester Spieler der Welt, der so viele Preise gewonnen hat, eitel sein muss. Er war schon von klein auf eitel. Ich erinnere mich, wie er mit geschwollener Brust kam, weil er wusste, dass er gut war. Die Haare, seht ihr? Ganz gerade. Siehst du den Haarschnitt? Cristiano Ronaldo präsentiert sich gern, ausschließlich Hochglanz. Omnipräsent in den sozialen Netzwerken, weit über 300 Millionen Follower. Kein Popstar hat mehr. Fast jeder 20. Mensch auf der Welt folgt ihm. Sein Flugzeug, seine Autosammlung, sein Haus. Hi guys, coming in, this is where I live. Let's go. I'm in, this is the living room, when I watch TV, football games. The second or the third most important, it's the places, the place where I eat, where I have my lunch, this is where I sleep. Then I spend nearly half a day because, you know, to perform good, to be in a good level. Cristiano Ronaldo, eine Werbeikone, inzwischen eine eigene Marke, CR7. Kleidung, Unterwäsche, Hotels, Modeshops, Parfums, alles perfekt inszeniert. Alles perfekt? 2016, Titelstory, der Spiegel enthüllt die schmutzigen Geschäfte der Fußballstars. Bei den Recherchen im Zuge der sogenannten Football Leaks stoßen sie auch auf den Namen Cristiano Ronaldo. Er hat jahrelang überhaupt keine Steuern gezahlt auf seine Werbeeinnahmen. Er ist 2009 nach Spanien gekommen und hat bis 2014 keinen einzigen Euro an Werbegeldern versteuert. Das ändert sich, als die spanischen Behörden ihre Ermittlungen im Fußballbusiness forcieren. Er hat 150 Millionen Euro an Werbeeinnahmen gehabt binnen 6 Jahren und er hat dann 6 Millionen Euro Steuern darauf gezahlt. Das sind noch nicht mal 4%. Und das war seine erste Idee und da seine Anwälte haben gehofft, damit bei der spanischen Steuer durchzukommen. Das ist ihm am Ende jetzt nicht gelungen und stattdessen ist er dann wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Cristiano Ronaldo. Einfach nur das Opfer windiger Finanzberater? Ich bin überhaupt kein Freund davon, Menschen, die Multimillionen verdienen, die Mitte 20 sind, Ende 20 sind, von dieser Verantwortung, die jeden normalen Bürger genauso trifft, wie sie auch, in irgendeiner Form freizusprechen. Ich denke, dass ihn keine Schuld trifft. Er hat ein Unternehmen. Er hat verdient. Die Verantwortlichen für die Finanzen müssen sich um so etwas kümmern. Es ist natürlich so, dass er einen riesigen Beraterstab um sich herum hat. An solchen Punkten muss normalerweise ein Mensch hinterfragen, was mache ich da eigentlich? Wofür brauche ich eine Firma in Irland? Wofür brauche ich eine auf den British Virgin Islands? Diese Fragen muss man stellen und dazu würde man dann Antworten bekommen,
die einem dann die Entscheidung ermöglichen, will ich das oder will ich das nicht? Er hat auch keine Ausbildung in Finanzen oder in Buchhaltung. Das Einzige, was er richtig gut kann und worin er ausgebildet ist, ist Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Der Rest obliegt den anderen. Kein Gang zur Gala, sondern zum Gericht in Madrid. Das Urteil 2 Jahre auf Bewährung, knapp 19 Millionen Euro Steuernachzahlung. Also die Art, wie seine Anwälte und er 2 Jahre lang die Öffentlichkeit da in die Irre geführt haben und auch die Justiz in die Irre geführt haben, indem sie 2 Jahre lang Nebelkerzen in die Öffentlichkeit geworfen haben, dementiert haben, dass er auch nur irgendein Vergehen in Sachen Steuern ihm vorzuwerfen sei, das war schon dreist. Das war sehr dreist und klar, die Glaubwürdigkeit ist eigentlich dahin. Ich kenne ihn als ehrliche Person, sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber den Menschen und der Familie. Weit oberhalb von Funchal, das Stadion vom Club Nacional. Hier war Ronaldos Patenonkel einst selbst Fußballprofi. Sousa transferiert seinen Neffen zum Club Nacional. Cristiano ist gerade einmal 10 Jahre alt. Transfersumme 500 Euro sowie ein Trikotsatz für seinen alten Verein Andorinha. Ein moderner Kunstrasenplatz, benannt nach Ronaldo. Früher war das ein schäbiges Trainingsgelände. Tabu Inias, er hat den jungen Cristiano damals trainiert, 2 Jahre lang. Ronaldo unterstützt den Club, der auf der Insel bekannt ist für seine gute Jugendarbeit. Aber bei Nacional warten sie seitdem vergeblich auf ein ähnlich großes Talent wie Ronaldo. Es ist schwierig. Wir haben Spieler mit vielen Fähigkeiten. Aber zu sagen, dass wir einen neuen Cristiano Ronaldo haben, nein, der kommt alle 100 Jahre vor. Nacional ist ja klein und unsere Insel auch. Einen im Leben zu haben, ist schon sehr gut. Und dann gleich 2? Nein, nein. Die Karriere des Einmaligen, zu bestaunen im eigenen CR7-Museum in Funchal. Tore, Titel, Preise, alle da. Fünf goldene Bälle für den fünfmaligen Weltfußballer, alles Originale. Ein Museum schon zu Lebzeiten, das schaffen nur wenige. Este que tá aqui. Der hier. Schauen Sie mal. Zum ersten Mal in der Geschichte hat Portugal den EM-Pokal gewonnen. Mit Ronaldo als Kapitän. Für ihn ist es der wichtigste Pokal in seiner Karriere. Auch im kommenden Jahr will Ronaldo Portugal wieder zum Titel schießen. Wie bei der EM 2016. Damals versetzt er mit der Nationalmannschaft das ganze Land in Ekstase. Er hat sich einen seiner größten Wünsche erfüllt, dass Portugal einmal den EM-Titel holt. Für ihn war es das Größte im Fußball, das für sein Land zu erreichen. Hunderttausende feiern allein in Lissabon tagelang eine große Party. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir einen so wichtigen Pokal für unser Land geholt haben. Ihr habt den Titel auch verdient, weil ihr uns von Anfang an unterstützt habt. Vielen Dank euch allen. Mit seinen Erfolgen betreibt er auch Werbung für Madeira und macht die Insel dadurch weltbekannt. Ich pflege zu sagen, dass er ein großer Botschafter nicht nur der Insel Madeira ist, sondern auch ein großartiger Botschafter für unser ganzes Land Portugal. Auch deshalb haben sie ihm ein Denkmal errichtet. Überlebensgroß. Ein Denkmal mit ersten Kratzern, doch das scheint sie nicht zu stören. Die Einheimischen nicht und die zahlreichen Touristen auch nicht. Wunderbar, endlich angekommen an unserem letzten Stopp hier beim Cristiano Ronaldo Museum, Hotel und auch einmal die Statue. Da können wir einmal rüber gucken, da sehen wir die meist angefassten Stellen.
Rund 300.000 Menschen haben das CR7-Museum bisher besucht. Vom Wohltäter vor 4,5 Jahren eröffnet. Das ist eher ein Faktor für Madeira, weil er ganz viel Geld in Madeira reingespendet hat. Wenn man jetzt auf Google Earth geht und mal Madeira anguckt, Funchal, da sieht man dieses Stück von der Pier gar nicht, weil das so neu gebaut ist von Ronaldo selber, weil er das ganze Geld einmal gespendet hat. Der Fußballstar spendet an diverse Einrichtungen. An die Tsunami-Opfer in Indonesien zum Beispiel. An Krebshilfeorganisationen. Oder auch an das Krankenhaus, das den Brustkrebs seiner Mutter erfolgreich behandelt hat. Der Cristiano, den ich kenne, mag es, Menschen mit Behinderungen, Kindern mit Problemen zu helfen. Aber einige Sachen weiß keiner. Er macht dafür ja keine Werbung. Manchmal ehrt man sein soziales Engagement, aber er forciert das nicht. Er gibt, er hilft, das muss nicht die ganze Welt wissen. Aber er hat schon sehr vielen notleidenden Menschen geholfen. Cristiano Ronaldo berührt Menschen. Dieses kleine Mädchen etwa, Polina heißt sie. Beim Confed Cup in Russland kommt sie dem großen Fußballstar so nah wie sonst nur wenige. Er war einfach super und das hat er mir geschenkt. Mama, bitte zeig mal, das ist seine Jacke. Die hat er mir geschenkt, das war total krass. Ronaldos weiche, sensible Seite. Als Kind hätte diese Feinfühligkeit ihm fast die große Karriere gekostet. Als der Onkel ihn mit 12 auf die berühmte Akademie von Sporting Lissabon bringt, bekommt Cristiano Heimweh und kehrt nach wenigen Wochen nach Madeira zurück. Es war das erste Mal, dass er von den Eltern und den zwei Schwestern getrennt war. Die Dinge liefen nicht so bei Sporting. Da hat man sich zum Beispiel über seinen Akzent lustig gemacht. Er war niedergeschlagen und wollte wieder nach Madeira, hatte Heimweh. Und die Mutter, die Schwestern, die hatten sogar noch mehr Sehnsucht nach ihm als Ronaldo selbst. Der Onkel redet der Familie ins Gewissen, denn er weiß, bleibt der Junge auf Madeira, war es das mit dem Traum vom Profifußballer. Er ist eure Zukunft, die Zukunft eurer Familie. Er muss zu Sporting gehen. Ihr müsst stark sein und ihm Kraft geben. Wenn ihr sagt, ihr habt Sehnsucht, dann sagt er es auch. Und es wird schlimmer. Die Worte fruchten. In Begleitung der Mutter schickt er Cristiano mit dem Flugzeug zurück nach Lissabon. Dieses Mal bleibt er. Ich denke, meine Worte an dem Tag, bevor er das zweite Mal zu Sporting ging, sind hängen geblieben in ihrem Kopf. Und dann ging sie mit ihm. Ich hatte also auch ein wenig Verantwortung. Und daher bin ich heute sehr glücklich über das, was Cristiano ist. Und das macht mich wirklich stolz. Lissabon. Die berühmte Akademie von Sporting außerhalb der Stadt. Eine Talentschmiede, Figo, Quaresma, Nani, alle waren sie hier, Ronaldo auch. Weit weg von zu Hause, damals wie heute, die Jugendlichen verfolgen das gleiche Ziel. So wie er, der 15-jährige Juniorennationalspieler Thiago Souza. Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Er hat das Gleiche durchgemacht wie ich, Opfer gebracht. Er hat hier gespielt und jeden Tag hart gearbeitet. Ich habe den gleichen Traum. Ich weiß, dass es schwierig wird, aber mit viel Arbeit könnte es möglich sein. Er hat reichlich Weltklasse-Spieler geformt, Akademietrainer Joao Couto. Den ehrgeizigen Cristiano kann er damals kaum bremsen. Der trainiert bei ihm und zusätzlich beim älteren Jahrgang unter Trainer Bologna. Hält sich aber nicht an die Absprachen. Als er zu mir kam, sagte er, er habe bei Herrn Bologna kein Muskeltraining gehabt und trainierte bei mir nochmal.
So legte er uns rein und trainierte mehrfach. Wir wollten nicht, dass er zu viel trainiert, damit er nicht noch Probleme aufgrund der Überbelastung bekommt. Aber er schaffte das. Er machte also immer alles doppelt und widersetzte sich dem, was wir eigentlich abgemacht hatten. Ein Getriebener. Cristiano Ronaldo trainiert mehr als andere, schiebt Extraschichten und achtet penibel auf seine Ernährung. Ein Top-Athlet, es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die belegen, wie gut er ist. Er ist sehr athletisch und gut ausgebildet, hat eine vorbildliche Arbeitsmoral und Talent. Und er sucht sich immer neue Ziele. Das alles zusammen hat diesen Ausnahmespieler hervorgebracht. Der kleine Junge aus Madeira wird zum Topstar bei den Weltclubs Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Es gibt zwei Äras im Fußball. Eine vor Cristiano Ronaldo und eine nach ihm. Vor Cristiano verboten die Eltern ihren Kindern oft Fußball zu spielen und nach Cristiano stifteten die Eltern die Kinder an, Fußball zu spielen. Ja, und daran sieht man, was er für den Fußball bedeutet. Wo immer er spielt, wo immer er auftaucht, er ist das Ereignis. Weltweit liegen ihm die Fans zu Füßen. Im CR7-Museum gibt es Vitrinen nur mit Liebesbriefen. Eine Affäre vor 10 Jahren wird ihm jetzt womöglich zum Verhängnis. Herbst 2018. Weitere Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Es geht um eine Nacht im Juni 2009 in Las Vegas. Die Amerikanerin Catherine Mayorga behauptet laut Spiegel, dass Ronaldo sie damals vergewaltigt habe. Lange hatte sie geschwiegen. Das Schweigen hatten Ronaldos Anwälte gekauft für $375.000. Es gab einfach diese Punkte, bei denen wir immer gesagt haben, darüber müssten wir schreiben, weil das eine andere Seite dieses Cristiano Ronaldo zeigt. Nicht das Heldenhafte, nicht die Fassade, nicht das Glänzende, sondern etwas, was möglicherweise einfach mit Geld weggeschaufelt werden sollte. Diese Nacht in Las Vegas sollte mit dem Settlement im Prinzip ausgelöscht werden. Die Anwälte von Catherine Mayorga haben Klage gegen die außergerichtliche Einigung eingereicht. Die Begründung, sie sei damals nicht verhandlungsfähig gewesen. Sie fordern Schadensersatz für psychische Schäden und Traumata. Die außergerichtliche Einigung wird durch unsere Klage angefochten. Wir wollen feststellen, ob sie gültig ist oder nicht. Ein Verschwiegenheitsabkommen ist aus juristischer Sicht kein Schuldeingeständnis. Dennoch hat auch die Polizei in Las Vegas die Ermittlungen wieder aufgenommen. Denn Vergewaltigung verjährt dort nicht, wenn sie rechtzeitig polizeilich dokumentiert ist. Das wurde sie 2009. Dort werden Zeugen im Moment gehört. Es wird versucht, das wissen wir auch, dass die US-amerikanischen Behörden versuchen, an den Whistleblower hinter den Football Leagues, an Rui Pinto, heranzukommen, mit ihm zu sprechen. Wir wissen auch, dass er den Behörden bereits im vergangenen Jahr schon einen Teil seiner Dokumente zur Verfügung gestellt hat, unter anderem einen für Cristiano Ronaldo sehr belastenden Fragebogen, aus dem hervorgeht, dass Cristiano Ronaldo seinen Anwälten gegenüber gesagt haben soll, dass Catherine Mayorga in der Nacht Stop and No gesagt hat, also dass sie sich dagegen gewehrt hat und dass sie ihn aufgefordert hat, diese sexuelle Handlung nicht zu vollziehen. Auch hier von Cristiano Ronaldo nichts zu hören, nur zu lesen via Twitter. Ich weise die gegen mich erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück. Eine Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das sich gegen alles richtet, was ich bin und an das ich glaube. Cristiano Ronaldo sagt bis heute, dass er Catherine Mayorga nicht vergewaltigt hat. Aber er stellt sich diesen Sachen bislang auch nicht so, wie wir uns zumindest vorstellen würden, dass man sich solchen Vorwürfen stellt, wenn man sie schnell aus der Welt räumen möchte. Ronaldo, ein absoluter Werbestar. Sein aktueller Vertrag beim Sportartikelhersteller Nike soll ihm bis zu $1 Milliarde einbringen. Wir sind tief besorgt über die beunruhigenden Vorwürfe und werden die Situation weiterhin genau beobachten. Von seinem neuen Club Juventus Turin bekommt er Rückendeckung.
Der italienische Rekordmeister würdigt Ronaldos Professionalität und Hingabe. Die angeblichen Ereignisse, die jetzt fast 10 Jahre zurückliegen, ändern diese Meinung nicht, die jeder teilt, der mit diesem großen Champion in Kontakt gekommen ist. Das ist schon ziemlich dünn, um ehrlich zu sein, weil wir natürlich auch in diesem ganzen Ablauf der vergangenen über 2 Jahre, die wir an diesem Fall recherchieren, festgestellt haben, nicht nur wie viele Nebelkerzen, sondern wie viele Unwahrheiten auch die Ronaldo-Seite zu diesen ganzen Recherchen gesagt hat. Das sind alles Punkte, die eher die Glaubwürdigkeit von Catherine Mayorga jetzt nach 2 Jahren Recherche stärken und die von Cristiano Ronaldo möglicherweise schwächen. Mein reines Gewissen wird es mir ermöglichen, mit Ruhe auf die Ergebnisse aller Untersuchungen zu warten. Es steht Aussage gegen Aussage. Es gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Die zivilrechtliche Klage gegen die außergerichtliche Einigung konnte Cristiano Ronaldo immer noch nicht persönlich in Turin zugestellt werden. Nicht nur wir, selbst die offiziellen Behörden kommen an Cristiano Ronaldo offenbar nicht heran. Das ist wirklich schwer zu begreifen, ne? weil man Ronaldo täglich im Fernsehen sieht, weil auf seinem Instagram-Account kann man sein Leben parallel verfolgen. Man weiß, dass er im Auto mitsingt, man sieht, dass er auf seinem Balkon steht und seine Babys hochhält. Er ist total präsent und andererseits ist es nicht möglich, dass ein Zusteller ihm diese Klage überbringt. Er ist einfach dann am wahren Leben doch sehr abgeschottet. Zurück in Lissabon. Noch ein Versuch. Alle warten hier nur auf einen. 15 Minuten Zeit beim Training der portugiesischen Nationalmannschaft. Und dann kommt er. Acht Monate hat er bei der Auswahl pausiert. Wir hoffen auf ein Interview. Vergeblich. Andern geht's ähnlich. Nein, das ist sehr schwierig für uns. Wir haben nur die minimale Chance auf ein Interview mit Cristiano in der Mixed Zone am Ende eines Spiels. Oder aber hier bei der Pressekonferenz. Aber da ist er so gut wie nie. Ich hatte seit 16 Jahren keins. Interviews mit ihm, die sind sehr selten. Estadio de la Luz, Länderspiel Portugal gegen Serbien. Vorfreude auf das Spiel, Vorfreude vor allem auf CR7. Er ist so hübsch, er ist so wundervoll. Probleme mit der Justiz spielen ja keine Rolle. In Portugal sind wir diese Probleme gewöhnt. Wir haben alle diese Probleme. In Portugal haben wir einen Namen für sowas. Das nennt man dreckige Wäsche waschen. Aber Cristiano Ronaldo und die Nationalelf sind mental stark genug, um sich von so etwas nicht unterkriegen zu lassen. Wenn Ronaldo trifft, wenn das Team gewinnt, kümmern wir uns nicht darum. Es wird zu viel Quatsch geredet. Wir werden niemals die Wahrheit erfahren. Man sollte das im Auge behalten. Er hat schon schlimme Sachen in seinem Leben gemacht. Aber deswegen werde ich nicht aufhören, ihn zu unterstützen und auch Portugal. Manche mögen ihn, manche nicht. Andere sind desinteressiert. Aber ich glaube, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die ihn mögen, als umgekehrt. Die Mixed Zone. Kollektives Warten auf ein Interview mit der Lichtgestalt. Normalerweise geht er durch, dieses Mal bleibt Ronaldo völlig überraschend stehen. Er will nur über Fußball sprechen und lässt dann doch einmal ganz kurz in sein Inneres blicken. Bei allem im Leben gibt es positive Momente. Man muss das Positive daraus ziehen. Und ich verlasse das Spiel heute mit einem guten Gefühl. Ich war 8 Monate nicht hier, weil ich etwas Zeit für mich brauchte. Es war ja eine radikale Umstellung in meinem Leben. Ich habe den Verein gewechselt, meine eigene Familie, meine Kinder, die WM. Ich glaube, ich brauchte ein bisschen Zeit, um wieder im Fußball anzukommen. Ein letzter Versuch, um doch noch etwas darüber hinauszuhören. Schade. Wir hätten gern noch etwas mehr von Cristiano Ronaldo gehört. Change your heart.